redet euch noch gut, wenn ich erst Rentner bin. Sobald der Stress vorbei ist, dann gang ich nämlich hin. Aha. Das war die Idee, die der Erich hatte, eben bei einem Kurzurlaub in Mallorca, wo wir kurz die Jenny getroffen haben. Aha. Naja, das erste Erlebnis war so die Fernsehsendung Tom und Jerry. Da war ich so 5, 6, 7 Jahre alt und da habe ich ihn zum ersten Mal bewusst wahrgenommen. Dann föhn ich euch das lästig, das Haar, das mir noch blinkt. Die Udo-Jürgens-Story ist ein musikalisches Best-of, eine Zeitreise durch das Werk und über das Leben von dem großen Künstler Udo Jürgens. Ich ziehe meinen Bauch ein und mache ein weißer Typ. Aha. Udo Jürgens ist bei uns zu Hause eigentlich immer gelaufen. Mein Papa war ein großer Fan von Udo Jürgens. Er ist selber ein Musiker. Und sehen mich die Leute, rüstet an und streng. Dann sag ich meine Liebe, ihr seht das Bild so. Und das Ganze ist umrahmt von Geschichten und Erzählungen und Anekdoten aus seinen persönlichen Aufzeichnungen. Zum 90. Geburtstag von Udo Jürgens findet ein Special der Udo Jürgens Story mit großem Orchester in der Wiener Stadthalle statt. Geprobt wird dafür im Ballsaal von Dancing Star Thomas Krammel. Also wir kommen jetzt dem richtigen Udo damit sehr, sehr nahe. Denn wir haben Arrangements, zum Teil Originale auch von Udo. Und sicher, das schiebt an und das motiviert aber auch. Denn dann hat man wirklich ein Brett hinter sich und einen Druck und eine Power, wie sie eben sonst nur im Udo-Konzert war. Mit 66 Jahren, da kommt man erst den Schuss. Mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Er ist nicht ein Imitator, er ist einfach ein leidenschaftlicher Udo-Fan, seit er ein Kind ist. Zufälligerweise konnte er Klavier spielen und hat immer gesungen. Und seine Stimme hat sich irgendwie dahin entwickelt, also weil er das so von ganzem Herzen immer getan hat, klingt er einfach wie Udo. Ja, ich habe ihn getroffen, ich habe ihm vorsingen können, mal in Braunschweig nach einem Konzert. Da war ich 19 Jahre alt und Udo war 60 und es war ein wahnsinniges Erlebnis. Und es ist wahnsinnig toll, gespürt zu haben, wie menschlich und normal Udo war, obwohl er so ein großer Star war. Also da war kein doppelter Boden, da war kein Bodyguard, das war einfach ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Der hatte eine unheimliche Würde. Es war ihm sehr, sehr wichtig, sich immer gegen Neidgier, Profitgier und Waffengewalt auszusprechen. Es war ihm wichtig, für die Liebe sich einzusetzen, für die Zwischenmenschlichkeit, für die Wahrhaftigkeit. Und er hat daran geglaubt, dass die Liebe siegen wird. So Worte wie Heimweh brauchte ich nicht zu kennen. Ich brauchte nur abends nach Hause zu rennen, mit zerrissenen Hosen und aufgeschlagenen Knien. Die Band soll die Basis für den Sänger sein. Eigentlich ist schon der Sänger der Lieder. Also der es interpretiert im Endeffekt. Und wir als Band haben die Aufgabe, dass wir das erkennen, dass wir das spüren und dass wir das genau in einem Zeitpunkt umsetzen. Ich weiß es aus Erzählung, dass Udo also mindestens 14 Tage, wenn nicht sogar noch länger, seine Shows immer geprobt hat. Und da ist unser Zeitplan tatsächlich etwas straffer. Also da müssen wir uns schon alle sehr, sehr Mühe geben, dass das gut wird. Sie treffen sich täglich um Viertel nach drei. Oh, oh yeah. Wir sind, ich sage immer, untertänigste Diener in der Musik. Er führt und wir haben uns anzugleichen, anzuordnen und so natürlich gemeinsam das beste Ergebnis zu bespielen. Weil er verkörpert Udo Jürgens, er ist der Solist. If I never sing another song. Das ist tatsächlich der Song If I Never Sing Another Song. Und das ist so ein richtiger Gänsehautmoment auch für mich. Denn wenn es dann ganz still ist, nur das Klavier und die Stimme kommen, also da kriege ich dann auch die Gänsehaut. Noch viel mehr Hits gibt es am 28. September bei der großen Gala in der Wiener Stadthalle. Aber bitte mit Sahne. Ja, ein Termin, den man sich merken muss. Wir bewegen Österreich. Lautet Ministerium, läuft das noch bis zum 26.